Willkommen zurück. Wir hocken im Gefängnis und haben jetzt vielleicht eine Chance, aber zumindest beim Jahr gehört zu werden. Weil wir haben nicht mal eben 3 Jahre Zeit, hier rumzuhocken. You're bored? Grab a pickaxe. Rather talk. About what happened at Fearsdall, for example. Shut it. Hallo zusammen. Wir haben eine Geschichte aus Fearsdall hören. Hey, good folk. Wanna hear what our brave guard did at Fearsdall? Shut your trap, damn it. How the hell did you know about it? From Simon Brambling. He promised to forget if you take me to see the Jarl. Brambling? More like Simon Looselip. Ah, fine. Come with me. My line dates back to the times of Uban the Great. This dog ended it. He's gotta die. I pass judgment here, Leif. Remember that. But he's a vagrant, a foreigner. He don't deserve a trial, not even death by the sword. He... Now go on. I want to hear this. Geralt, didn't think I'd see you again so soon. You invited me to your lands, Lugos. Said I'd find work here. Aye, killing monsters, not men. Let's get to it. Leif claims you killed his sons, Cory and Kraki. What do you say to that? Habe ich, aber eben ja, in gewisser Weise Notwehr. Sie haben angefangen. Wir wollten nur boxen, sie haben das Schwert gezogen, den Typen umgebracht. Fought to defend myself and Jorund. None came forth to confirm your words. And none will. Always easier to hang an outsider than to try one of your own, right? Ha! Tongue as sharp as your blades. Sharp? He insults me. Insults our whole clan. The Codex of Ancestors says... Quiet! I've made my decision. Okay, my Geralt of Rivia. I find you guilty on 2 counts of murder. Punishment's death by suffocation. But you can buy your way out by paying Cory and Kraki's weight in silver. Lass mich den Raten zahlen. Let me pay in installments. Witchers live long. Dare say I'll pay it off eventually, end of the next century or so. I've a better idea. I'll pay the blood price myself. What? That's against every law. I make the laws here. Go home, Leif, because if you rile me, I'll tie this bag of silver round your neck and toss you in the sea. Nice gesture, though I'm guessing it doesn't come free. Tell me, Witcher, have you any honor? I do. I paid Leif on your behalf. That puts you in my debt, a debt of pride. You ought to do as I say. So, listen carefully. My lad, Blue Boy Lugos, has ventured out, but not against the Black Ones, nor to loot a convent. Got the notion to go to the Cave of Dreams, south side of the isle, and none return from there. You're clever and good with a sword, 2 traits that rarely go together. So, you're to help him. I need an heir, no matter his mettle. Take your things and do as I say, or lose your dignity and good name for all time. Okay. Watch yourself, Whitehead. Ja, wir werden mal langsam hier raus spazieren. Und dann muss ich mal schauen, was wir jetzt am sinnvollsten machen. Also Höhle der Träume ist jetzt das, was wir von ihm bekommen haben, das Quest. Stoße vor der Höhle der Träume zu Blaujung Lugos und seiner Mannschaft. Ich will gerade mal gucken, wo das ist.
Da unten. Wo sind wir denn da gelandet? Wir sind jetzt in Kaer Muir oder so. Vorher waren wir hier. Da sind wir festgenommen worden. Die haben uns den ganzen Weg nach Süden geschleppt. Zu dem Jarl. Eigentlich wollten wir die schwarze Perle-Sache machen da. Aber wie immer, wenn ich irgendwas mir vornehme, landen wir bei einem anderen Quest. Von daher machen wir das vielleicht am besten. Wenn er uns schon freikauft, sollten wir das erledigen. Nach so viel Sachen. Und danach sollten wir wahrscheinlich um Arinbjorn irgendwie einen Bogen machen. Okay, ich bin mal gespannt, ob es so klappt, wenn wir jetzt die Quest vom Jarl machen und hinterher dann die von Arinbjorn und dann wieder so langsam Richtung Hauptquests. Denn das, die Extra-Aufträge sind alle sonst noch ein bisschen hoch. Ja. Ich denke, das ist sinnvoll. Wie immer das beste Wetter. Was sie wohl mit Plätze gemacht haben. Sollen wir bald mal runter von dem Berg hier? So, Holmstein. Da gibt's doch ein Anschlagbrett. Verbrecherjagd. Ich versuche meistens so Sachen quer zu lesen und zu gucken, ob sich das lohnt, das jetzt vorzulesen oder nicht. Und irgendwie bin ich da jetzt aber gerade. Ich konnte mich nicht entscheiden. Wir lesen es einfach. Lüder von Lofoten, der unseren Jarl beleidigt hat, wurde gefasst. Bei der Jagd auf den Verbrecher zeigte der junge Runa außergewöhnlichen Mut. Zur Belohnung soll er Lüder am Schopf verhalten, wenn der Jarl ihm den Hals durchschneidet. Also eigentlich nichts Interessantes wirklich für uns. Kräuter gegen Schafseuche, auch nicht so wirklich. Biete Schafschuhe, ja, ich muss mich zwar mal wieder rasieren, aber nicht so. Harald Thorstenson ist tot. Hört, am gestrigen Tag hörte das Herz von Harald Thorstenson, unserem Vater, Ehemann und vor allem Krieger von Clan Drummond, aufzuschlagen. Nacht des Ältestenrats. Der Krieg zwischen Nordlingen und Schwarzen wird immer blutiger. Für die Söhne und Töchter der Insel sind dies gute Neuigkeiten. Wir werden zusehen, wie sie sich gegenseitig abschlachten. So nett. Der Rat hat entschieden, dass unser Clan sich auf keinen der beiden Seiten schlagen wird, aber die Beutezüge werden wir vorwiegend gegen den Süden richten, auf der Küste in Ilfgard. Ja, das können sie machen. Auftrag. Das gestohlene Horn. Ich, Holger Schwarzhand, gebe hiermit Folgendes bekannt. Die Krieger, die bei der Schlacht von Sotten Schande über mich und ihre Familie gebracht haben, haben gezeigt, dass meine Bestrafung noch viel zu gering war. Bevor sie an Skellige verlassen, stahlen sie aus meiner Halle das Horn meiner Ahnen. Ich habe die Aufgabe, es zurückzuholen, meinem Vogt Matthios anvertraut. Wer ihm das Horn bringt, wird meine Großzügigkeit erfahren. Wer den feigen Dieben hilft, wird mein Zorn zu schmecken bekommen. Wieder ein Nebenquest eingesammelt, aber ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht zu viele Nebenquests hier mache. Um irgendwann nochmal zu einem Ende zu kommen bei dem Spiel. Ach, alles ist uninteressant. So. Ja. Warten wir vielleicht, bis es heller wird. Ich habe keine Lust, hier so im Dunkeln so rumzustolpern.
radars off making the black ones. Move. That's enough. Wait, wait. This one's really funny. Wie wär's mit Plötze? Go, go. A foreigner, yet carries himself proud. Ich habe Straße verpasst. Ist so eng hier. Hasen. Okay. Come on. Ach, Leute. Slow now. Whoa. Ja, die Dame lassen wir vorbei. Oh oh. Was denn? Ich bin da stehen geblieben. Nichts passiert. Große Lagerfeuer. Ja, guck doch, wo du hinrennst, Mädel. Ach, ich habe irgendwie, glaube ich, gerade einen unguten Weg gewählt. Ich muss da irgendwie raus aus diesem Kaff, damit wir da runterreiten können. Ganz lange keine Straße und dann geht's da unten wieder weiter. Ja, da sieht's aus. Das sollte man hier vielleicht. Versuchen wir das mal. Wenn ich hier durchkomme. Nein, darum, darum. Come on, Roach. Das war jetzt eine super Idee mit dem Pferd. Kann das da hoch? Nein, natürlich nicht. Not so fast, Roach. Gerade unterm Pferd verschwunden. Okay, das machen wir lieber zu Fuß. Da hoch. Huch. Gibt's hier was? Tatsache. Cool. Versteck gefunden und einen hässlichen, was auch immer. Ich muss nur gerade mal anziehen, um zu gucken, wie das aussieht. Ja, das was ähnliches hat mir schon mal in Weiß oder so. Und die Rune war jetzt auch nicht so doll. Weinstein. Oh, nett. Okay, ich glaube, jetzt kommt wieder etwas besseres Gelände fürs Pferd. Und ich sollte mal wieder speichern. Dann galoppieren wir einmal die Küste lang. Gegen die Sonne ist ein bisschen schwierig. Steiniger Strand. Ist kein schöner Strand. Bestimmt auch ein bisschen kalt. So, ups, da kam die Minimap gerade nicht hinterher. Hey there. Was sieht man denn da oben? Ich glaube, das ist, ja, diese... Ah! Hilfe, Wolf. Kermur irgendwas. Wo wir gefangen genommen wurden. Festgehalten wurden. Bärtchen, Achtung. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Shit, die ganzen Wölfe. Lass mein Pferd in Ruhe. Ich unterschätze immer, wie schnell die bei mir sind. Das
deswegen komme ich nicht dazu, das A zu zaubern, was ich eigentlich möchte. Machen die nämlich einen Satz und schon sind sie da. Warum greift ihr den Menschen an? Ist doch sehr merkwürdig für Wolf. What now, you piece of... Beim Rudel können sie das halt auch. Ja, jetzt habe ich schön viele Lebenspunkte verloren. Toll. Hey, ja. Ich glaube, wir sind jetzt gleich bei der Höhle der Träume. Oh, ich sehe noch einen Wolfsrudel, aber ich kann mir sie abhängen. Come on now. So, da vorne sitzen die Männer von dem Typen. Und ich halte diese Folge ausnahmsweise ein bisschen kürzer. Weil ich glaube, hier ist eine ganz gute Stelle zu unterbrechen, bevor wir dann mit den Leuten reden und gucken, wie wir denen helfen können. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.